Wie gut ist eigentlich das Haarclay von Maria Nila? Die Verpackung fühlt sich nice an, muss ich sagen. Hochwertig, in einem matten Finish. Sieht gut aus. Der Geruch? Neutral bis ein wenig wachsartig. Kommen wir zu den Ingredients. Drei Viertel der Ingredients sind gut, ein Viertel leider nicht so gut. Claim des Produktes. Ein definierendes Styling-Wachs mit einem matten Look und einem guten Halt. Ob das wirklich wahr ist? Meine Vorherfrisur ungestylt. Das Produkt soll in trockene Haare eingearbeitet werden, deshalb werde ich meine Haare jetzt nicht waschen. Kommen wir zur Konsistenz. Das Produkt fühlt sich weniger an wie ein Clay, sondern viel eher wie ein sehr, sehr lang gekautes Kaugummi. Sehr gummiartig. Das Auftragen in die Hände funktioniert sehr gut und das Produkt ist nach wenigen Sekunden unsichtbar. Kommen wir zum Styling und das ins trockene Haar. Das Produkt fühlt sich sehr sandig in den Haaren an und auch leicht ölig. Noch ein bisschen Nachschub. Das Styling gefällt mir ehrlicherweise gar nicht. Definitionen gibt es irgendwie auch nicht. Das Produkt fühlt sich in den Haaren wirklich sehr sandig an. Meine Nachher-Frisur. Guter Halt steht drauf, drin ist es aber nicht, sondern eher ein mäßiger Halt. Mattes Finish könnte man sagen, ja, aber vor allen Dingen auch ein sandiges Finish. Wie sieht es mit der Auswaschbarkeit und dem Preis des Produktes aus? Das Produkt lässt sich ganz okay aus den Haaren entfernen, auch nur mit Wasser. Und das Produkt kostet 25 Euro und dafür bekommen wir 100 Milliliter. Kann ich das Produkt empfehlen und für wen ist das Produkt geeignet? Leute, ganz ehrlich gesagt, ich kann das Produkt nicht empfehlen und ich würde auch keinen Typ klassifizieren, der dieses Produkt verwenden sollte. Totale Punktzahl. 32 Punkte erhält das Clay von Maria Nila. Link zum Produkt findet ihr in der Infobox. Aber wie gesagt, Leute, das Produkt kann ich tatsächlich nicht empfehlen.